Unter dem Namen Stargate startete die US-Armee in den späten 70ern des vergangenen Jahrhunderts angeblich ein Programm zur Spionage mit Hilfe einer als Remote Viewing bezeichneten bzw. benannten Bewusstseinstechnik. Doch schon zuvor wurden am SRI Versuche mit hochbegabten Medien durchgeführt, die gezeigt haben, dass es im Prinzip funktioniert. Seither wurde Coordinated Remote Viewing von tausenden Praktizierenden weltweit weiterentwickelt und so ist es heute für jedermann möglich, die Technik über Bücher, DVDs und Seminare zu erlernen. Meine beiden Gäste, Stefan Franke und Christian Roth, sind zwei junge Viewer aus Deutschland, die bereits einiges an Erfahrung sammeln konnten, siehe auch das Video Remote Viewing der Test. Und es scheint zumindest im Ansatz zu funktionieren, auch bei diesen beiden, die ja noch nicht so lange damit experimentieren. Das ist jedenfalls meiner Meinung nach jenseits von Zufall, was Christian da rausgefunden hat. Und das könnte in einer Zeit, die von Geheimhaltung lebt, ein sehr wichtiges Werkzeug werden, auch Wertzeug vielleicht. Ob es verlässlich genug ist und welche Grenzen es dabei gibt, wenn überhaupt, all das erfahren wir jetzt gleich. Remote Viewing, jetzt gleich auf CropFM Open End. Ja, meine beiden Gäste, Stefan Franke alias Wingman und Christian Rotz, wie spricht man deinen Nachnamen eigentlich aus, Christian? Rotz, ich okay. Gucke, nur eben anders. Okay, also rotzfrech und Remote Viewing. Meine beiden Gäste sind schon in der Leitung. Hallo, freut mich sehr, dass ihr den Mut gefasst habt und die Zeit gefunden habt, dass wir heute hier über dieses sehr spannende Thema sprechen können, über das ihr doch einiges an Erfahrung schon gesammelt habt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Stefan. Hallo Christian. Stefan, du bist ja schon einmal on air gewesen in der Sendung Klarträume und Astralreisen. Da warst du einer der sehr spannenden Skype-Caller. Und heute bist du mein Gast, was mich sehr freut. Wir haben ja schon sehr lange, glaube ich, da immer wieder gemailt und überlegt, dass wir da mal was machen. Stefan, du bist ja auch der Betreiber des Theta Waves Forums. Ja, ich bin der Admin, also ich mache das zusammen mit einem Bekannten und zusammen betreiben wir das halt. Okay. Seit 2006 ungefähr. Kannst du ein bisschen was erzählen, was da im Theta Waves Forum passiert und was so in deinem Leben bisher passiert ist? Und was hat dich zu diesem Punkt hier heute geführt? Ja, also das hängt ziemlich mit meinem Werdegang zusammen, was Grenzthemen betrifft. Aktiv interessiere ich mich für Grenzthemen seit Anfang 2004. Das kam durch außerkörperliche Erlebnisse, die ich in entsprechender Literatur wiedererkannt habe. Und dort fing halt dann mein aktives Interesse an. Und dann trifft man halt auf Leute, die sich ähnlich interessieren. Das waren damals noch nicht viele, aber es wurden immer mehr. Und die Community wuchs halt. Und dann haben wir irgendwann beschlossen, auch eine eigene Community aufzumachen. Das wurde dann Theta Waves. Und dieses Forum erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit oder was passiert dazu? Ja, also momentan nicht so viel. Ich denke mal, weil diese Themen, das ist momentan bei vielen Foren zu beobachten, bei Grenzthemen. Irgendwann hat man wohl über alles geredet, aber es erfreut sich durchaus als Nachschlagewerk. Hör ich immer wieder.
Okay. Und was hat dich eigentlich, wie bist du eigentlich mit Remote Viewing in Berührung gekommen? Ja, das war folgendermaßen. Das ging 2009 los. Da habe ich jemanden getroffen, der hat mir davon erzählt und hat mich eine Probesession machen lassen. Das ging dann noch ja, bis zur Stufe 3, so eine Anfängersession halt im Remote Viewing. Und da habe ich dann größeres Interesse gezeigt und habe mir Bücher besorgt, Lehrbücher. Und das hat dann eine Weile geruht und Ende 2010 bin ich dann auf Christian getroffen und andere Remote Viewer. Und dann haben wir uns zusammengetan und haben gemeinsam daran gearbeitet und weiter trainiert. Christian, du betreibst Remote Viewing jetzt schon wie lange? Seit Anfang 2009 bin ich, glaube ich. Seit Anfang 2009 betreibe ich das. Seit Anfang 2009 und wie bist du dazu gekommen? Ja, ich habe mich auch schon seit 2008 habe ich mich auch mit diversen Grenzthemen beschäftigt und bin dann auch über einen Freund, ist glaube ich der normale Weg, eben auch an Remote Viewing gekommen. Er hat dann auch mit mir Stufe 1 bis 3 am Anfang gemacht. Er hat das dann nicht mehr so aktiv praktiziert und ich habe das dann für mich noch eben weiterverfolgt, habe mir dann auch die Lehrbücher angeschafft und habe mir das dann erst mit der Zeit selber bewiesen, dass das eben funktioniert und ja, seitdem bin ich eben interessiert daran, das weiter zu betreiben und auch so ein bisschen publik zu machen, dass es sowas gibt. Dass es sowas gibt und dass es ja offenbar auch funktioniert. Ich habe da ein Video online gestellt, Remote Viewing, der Test. Da haben also ein paar. Kannst du ein bisschen was über die Entstehung dieses Videos erzählen, das ja doch zeigt, dass das, was du da Remote viewst, schon jenseits von Zufall ist und sehr wohl mit dem korreliert, was du viewst. Du bist zwar jetzt noch nicht so völlig, du bist noch kein Ingo Swann, noch, aber okay. Es ist, finde ich doch, also mich hat es schon sehr beeindruckt. Kannst du ein bisschen erzählen, wie dieses Video entstanden ist und wer das gemacht hat? Ja gut, wie ich schalte, das war mein damaliger Mitbewohner. Den hat das auch so ziemlich fasziniert, was ich dort mache scheinbar. Und er meinte, oh, wir müssen darüber mal ein Filmchen machen. Weil er fand das eben gut. Ja, gut, am Anfang, da waren die Ergebnisse halt noch ganz brauchbar. Der Leopard, der war ganz gut und naja, gut, das wurde alles in dem Film besprochen eigentlich schon. Ja, und jetzt im zweiten Teil dieses Versuchs, wo du dann wirklich versuchst, quasi in die Zukunft zu schauen, das ist ja eine sehr interessante Technik, die er da anwendet, ja. Da liegst du eher ein bisschen daneben, aber okay, ich meine, aber das können wir dann vielleicht auch noch sprechen, also Raum und Zeit, ob man da beides wirklich quasi unabhängig bzw. beliebig bereisen kann mit dieser Technik. Ihr beide seid also jetzt wild entschlossen, dieses ganze Phänomen, so nenne ich es mal, weiter zu erforschen. Und es wird aber schon seit, ja, also ich sage mal, mindestens Anfang der 70er Jahre, dort sollen also am SRI, Stanford Research Institute, die ersten Versuche gemacht worden. Wenn ich mich recht erinnere, war da Ingo Swann beteiligt. Aber ja, richtig. Also begann so etwa ab 1972. Da haben zwei Wissenschaftler, Hal Patoff und Russell Targ, haben am Stanford Research Institute damit angefangen. Und dann kam auch das Medium Ingo Swann dazu. Und Ingo Swann hat auch so die ersten Varianten des Remote Viewing Protokolls entwickelt, soweit ich weiß. Und Remote Viewing sollte halt als Technik dienen, um die natürlichen Psi-Fähigkeiten der Menschen zu erforschen, auszubilden und in einem standardisierten Vorgang nutzen zu können. Also dass quasi jeder Mensch unabhängig von medialer Begabung diese Techniken nutzen kann. Aber Ingo Swann hat da am Anfang, also wie kam man denn eigentlich überhaupt auf die Idee, dass das funktionieren könnte? Also es gab verschiedene Experimente schon in der Zeit und die ersten Versuche, die sahen halt so aus, dass sich jemand in faradäischen Käfig gesetzt hat und jemand anders ist an einen anderen Ort der Stadt gefahren. Und derjenige, der in dem Käfig saß, sollte dann halt beschreiben, wo der sich aufhält. Und dasselbe hat man dann auch in U-Booten gemacht und so, um halt elektromagnetische Felder als Übertragungsmedium auszuschließen. Und recht einfache Experimente am Anfang. Und irgendwann kam
kam man dann halt auf die Idee, das könnte man zum Beispiel für Spionagezwecke nutzen. Das war ja mitten im Kalten Krieg. Und dann haben sich auch die CIA und NSA dafür interessiert. Und dann wurde die erste militärische Remote-Viewing-Einheit gegründet, und zwar in Fort Meade. Da waren dann Leute wie Pat Price, Joseph McMonagall und andere dran beteiligt. Und ja, die hatten dann auch schon ihre ersten Erfolge zu verbuchen. Es gibt auch einen recht lustigen Film, The Man Who Stared at Goats, der genau. Wiederum auf ein... Da ist wirklich das Buch, finde ich, noch besser. John Ronson, gleichnamiges Buch, The Man Who Stared at Goats. Männer, die Ziegen anstarren und in dem Fall versuchen sie dazu zu bringen, tot umzufallen. Aber dieses First Earth Battalion hat ja da einiges in Planung gehabt. Das wollte quasi die Kriegsführung revolutionieren. Ed Dames war da ja auch ein Teil davon. Genau. Und diese Geschichte, ich meine, wenn man die zum ersten Mal hört, klingt der ja ziemlich wahnsinnig eigentlich, dass das Militär Medien einstellt und medial oder Bewusstseinstechniken versucht einzusetzen, um Intelligence, um Spionage zu betreiben. Sind diese Dinge eigentlich schon über Freedom of Information Act oder gibt es da eigentlich auch offizielle Dokumentation und offizielle Bestätigung, dass zum Beispiel Project Stargate tatsächlich durchgeführt wurde? Also das Project Stargate, das wurde durch diesen Freedom of Information Act offengelegt, und zwar im Jahre 1995. Allerdings gab es schon vorher, also war vorher schon bekannt, dass es dieses Remote Viewing gibt. Es war halt nur so, dass die Ergebnisse noch geheim gehalten waren. Und der Großteil von Stargate ist, soweit ich weiß, auch heute noch geheim gehalten. Also es kam damals eine Studie raus, hauptsächlich von Skeptikern. Die haben das Remote Viewing, was im Projekt Stargate betrieben wurde, eigentlich für ineffektiv erklärt. Und deshalb wurde das Projekt offiziell eingestellt. Aber man vermutet halt, dass das nur, dass es eigentlich nur eine Deckstudie war, um dann weitermachen zu können, ohne öffentliches Interesse. Und was ist dann weiter passiert? Wer war also beteiligt und was war eigentlich dann das Ziel dieser ganzen Operation? Also es ging dann weiter, dass es halt auch in den öffentlichen Sektor kam. Ab 1990 ungefähr haben sich einige Ex-Remote-Viewer dieser Einheiten in der freien Wirtschaft selbstständig gemacht. Zum Beispiel Ed Dames mit der Firma C-Tech. Und dort wurde das dann für verschiedene Zwecke schon angeboten. Ja, und im Jahre 96 kam das dann nach Deutschland, auch durch Ed Dames, soweit ich weiß, das Technical Remote Viewing Protokoll. Und seit 1997 wurde dann auch in Deutschland ausgebildet. Es gab dann in den 90ern, ich glaube Mitte der 90er, gab es ja auch eine Fernsehdokumentation, in der Ed Dames relativ offen eigentlich über diese ganzen Dinge gesprochen hat. Ja, also mir fällt da gerade nur Dimension Psi ein, war so Anfang der 2000er, da kommt er auch vor. Also wenn das die jetzt ist, die du meinst. Psi-Agenten des Pentagon. Ja, genau, die kenne ich auch. Die wird ja das sein. Ja, ja, also ich erinnere mich da irgendwann Mitte der 90er war da plötzlich im Fernsehen ein Ed Dames zu sehen. Ich kannte ihn schon vorher aus Coast to Coast. Dort nennt man ihn ja Dr. Doom. Wisst ihr warum? Ja, er muss schon einige Vorhersagen gemacht haben, dass die Welt untergeht, und es ist bisher nicht eingetroffen, wie wir sehen.